bisschen Gewichte heben. Du hast es noch drauf, alter Mann. Schwestgeld wollen wir suchen. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Verlegtes Computer. Sind wir hier? Ach, hier sind wir. Das ist ja ein Ding. Wieder raus. So kommen wir hier raus. Ja. Danke, dass Sie mich zu meiner Frau gebracht haben. Gern geschehen. Wir haben jetzt hier den Widerstand des Großen gewonnen. Damit war mehr Leute hier. Und vielleicht hier bei Tools, vielleicht nur hier. Wollt ihr also das Schweißgerät? Autsch. Muss hier wieder Messer üben, Messerwerfen üben. Das wird langsam eine zwanghafte Angewohnheit. Anders dringend. Oha. Oha. Ich habe inzwischen den Dreh raus. Fast. Naja. Hier nochmal durch. Verdammt. Wir stellen uns so schlecht an. Das zweite Mal waren wir besser. Wir wären schlechter. Sehr gut. Anfängerglück.
Sie haben ein gutes Herz, Captain. Ich wünschte, ich könnte Ihnen zum Dank etwas geben, aber... Das Regime hat mir alles genommen. Ich habe einen Ring. Okay. Wie war das nochmal mit dem, der den... der das Schweißgerät hat? Im Hangar wetten, der bastelt an den Hubschraubern. Oha, okay. Im Hangar ist so. Wenn man aus Manga zurückkommen, kann er ihm eine bestimmte Menge geben. Klar, Captain? Ich suche das Schweißgerät. Haben Sie es gesehen? Oh ja, als ich das kaputte Geländer über dem geheimen Brunneneingang repariert habe, ist es mir ins Wasser gefallen. Ich habe es noch nicht wieder rausgeholt. Vielleicht schaffen Sie es ja. Suchen Sie beim Brunneneingang, Captain. Es ist mir ins Wasser gefallen. Tauche nach dem Schweißgerät. Hey Jay, gibst du mir bitte den Schraubenzieher? Kein Problem. Ach, sowas muss sein. Jay? Ich habe dich um was gebeten. Wirf ihn bitte rüber. Was sitzt an einem neuen Riff, Mann. Im Kopf? Brauchst du dazu nicht eine Gitarre? Was nicht hier irgendwo, wo sie gefallen sind? Wir sind wohl noch runtergekurzelt. Inzwischen alles vergessen, aber... Okay, wie kommen wir da jetzt runter? Und wo gab es hier ein... Und wo sind wir rausgekommen? Da oben sind wir rausgekommen. Müsste kommen wir nicht hin. Der geheime Brunneneingang, Captain. Sie erinnern sich? Er ist hinter dem Tisch im Hauptraum. Suchen Sie dort nach dem Schweißgerät. Ein Tisch im Hauptraum. Danke für den Hinweis. Okay, die erzählen sich was über uns. Tisch im Hauptraum. Sind sie im Hauptraum? Helfen Sie Sam, alle Teile zu besorgen, die er braucht. Ja, ja. Entschuldige. Ich meine, ich will dich nicht aus deinen Träumen reißen, aber ich muss durch die Tür. Oh, bitte. Ich möchte lieber nicht daran denken, woran ich jetzt denke. So schlimm, hm? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, der muss eigentlich einen Sprung in der Schüssel haben. Aber warum habe ich keinen, oder habe ich einen und hab's nicht mitbekommen? Wir verändern uns alle, wer wir auch sind oder wo wir herkommen. Fest steht, wir beide müssen den Gefahren trotzen, müssen es bis auf die andere Seite schaffen. Und das Regime stürzen. Und das Regime stürzen. Wir werden gemeinsam einen trinken, wenn es soweit ist. Verlass dich drauf. Ich
Okay. Ich kann immer noch keine Leitern steigen. So müsste es eigentlich auch gehen. Oh-oh. Auftauchen ist keine Option. Es gibt sicherlich Unterwasserdrohnen. Das kann ja nur schief gehen. Okay, was sind wir hier? Ein wenig am Anfang ausgestiegen, als wenn wir erstmal in die Basis wollten. Müssen wir das Springen üben. Genau so. Und nun. Meine Frau und ich sind im letzten Sommer über die Gibraltar gebracht. In Spanien noch. Das war fantastisch. Was sag ich dir? Ist es dort nicht gefährlich? Ich meine, wegen des Krieges. Ich wollte es bei deinem Leben. Afrika ist ziemlich groß, weißt du? Ja. Sind wir wieder hier. Tja. Mich hier zurück oder was? Schweißgerät habe ich. Wie kann ich das Schweiß? Wie kann ich das Schweißgerät einsetzen? Schweißgerät unter Wasser, sehr gut. Okay. Aha. Und da ist der Knie.
erst die Leiter. Natürlich hochgestellt, damit die Nazis hier nicht lang können. Ja, aber nur noch ein der schöne Komfort der Touristen. Er birgt irgendeine Krankheit, mit der sie jeden in Berlin infizieren wollen. Hier ist es doch so. Lassen Sie uns nicht einfach in Ruhe. Und jetzt ist auch im Land im Norden eine Bombe explodiert. Vor einer Woche war alles noch ruhig. Was ist denn los? Warum tut niemand was gegen diese Terroristen? In letzter Zeit sind verdammt viele Soldaten in den Straßen unterwegs, nicht wahr? Ja, sollte annehmen, dass sie nicht die Kräfte haben, um diese Kerle auszulöschen. Sie verschränken sich bestimmt oder wurden in der Lage? Vielleicht in den Alten. Aber wird jetzt mal richtig auf der Platz. Ach du Scheiße. Jetzt auch jeder gehört. Damit die Roboter da nicht durch können, oder wie? Was machen wir hier eigentlich? Keine Waffe. Wir sind daraus, was wir haben. Ein, zwei vergessen oder was? Alter Schwede. Du musst die alle runterfahren, dann kommt auch keiner raus oder wie. Und dann kann ich die mit dem Grit hier ausschalten. Scheiße. Aufladen. Was mache ich hier? Wir wollten einen Schneidbrenner holen und zurück. Was tue ich hier? Kann mir das einer verraten? Das war eine kleine Mission. Thank you.
Das hat jetzt auch jeder gehört. So, dann finden wir mal einen Weg hier durch. Ach so. Ah, die Tür ist offen. Sehr gut. Dann machen wir kurz einen Schweißbänder holen und schon sind wir hier auf tödliche Mission unterwegs. Wie kann denn das sein? Schweißgerät. Ich habe Maschinchen mitgebracht. Liegt auf dem Tisch. Wenn wir ein U-Boot des Regimes stehen wollen, muss Seth das Ding auf dem Tisch unbedingt reparieren. Und Sie helfen ihm. Halt's wohl. Machen Sie das. Halt's doch in der Hand. Würden Sie Anja bitte diese Notiz bringen? Sie braucht die Frequenz des Transponders, um ihn zu verfolgen. William. Hast du einen Augenblick? Hast du Blaskovic gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Ach du Scheiße. Ich will das. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Das wird so kommen, William. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute. Hören Sie zu, Blaskovic. Von Ihrer Position aus, in der Kanalisation. Die Eingeweide der Stadt. Und tiefer unten die Katakomben von Berlin. Ein gewaltiger Komplex. Der sicherste Ort Berlins. Das zentrale Munitionslager des Regimes. Was wir alles mit diesen Waffen bewirken können. Aufstellen. Eine echte Revolte. Dieser Zugang ist durch Wasser versperrt. Es führt keinen Weg hinein. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort einzudringen. Ein Tunnelgleiter. Das Regime benutzt sie hier unten zu Wartungszwecken. Wir haben Jahre gebraucht, um ihn einsatzbereit zu machen. Dies ist Phase 1 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Dringen Sie mit dem Tunnelgleiter in das Waffendepot in den Berliner Katakomben ein. Anja verfolgt ihre Position per Transponder und gibt ihnen taktische Unterstützung. Viel Glück, Blaskovic. Das Wasser ist tief. William, kannst du mich hören? Du musst die Abwassertunnel durchqueren, um in die Katakomben von Berlin zu gelangen. Ich werde dich hindurchlotsen. Steht Max. Okay, ich wollte noch mal gucken.
Sehr schön. Ich hoffe, das wird gespeichert.